Wen haben wir denn da? Der kleine Robin will spielen. Zum Teufel ist dieser Idiot! Mein Gott, was machst du da? Wo hat denn der drauf geprügelt jetzt? Jo, das war ja mal. Weg, 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 weg. Ja, läuft er schön durch. Wir an. Alter, ist der weggeflogen. Habt ihr das gesehen? Und zack, Mann. Lauft er durch. Warum? Ah, shit. Achso, der eine ist schon weg. Okay. Werf, werf, werf. Yeah, ich hab sogar noch einen Erfolg freigeschaltet. Geile Sache. Nein, zur Seite. Okay. Yes! Ich hab doch gesagt, alle guten Dinge sind drei, Mann! Sehr schön. Puh, gar nicht mehr so einfach. Ah, ich hab's gepackt. Das hat ja gedauert. Gib erstmal mit vielen Dank. Sind die Polizeibeamten in Sicherheit? Vermutlich nicht. Um die musst du dir keine Sorgen machen, Batman. Sie sind schon bald tot. Genau wie du. Rette die Polizisten. Ich übernehme die Bomben. Viel Glück dabei, ihr Loser. Viel Glück dabei, ihr Loser. Der Aufbau dieser Bombe kommt mir bekannt vor. Ich muss sie entschärfen und näher untersuchen.
Mr. Batman. Ich wusste es. Zum Bau der Bomben wurde Sprengstoff verwendet, der letzte Woche dem GCPD gestohlen wurde. Harley Quinn hat die Zündfrequenz nicht geändert. Ich kann die Kapuze so kalibrieren, dass sie alle Objekte ortet, die auf dieser Frequenz funken. Oh, Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck. Die Fledermaus! Komm noch mal her jetzt! Schon, komm schon. Alter, jetzt. Oh Gott. Oh, du ausgerechnet triffst mich. Kleine Sackratte, ey. Alles klar, alles klar. Bin ich hier richtig? Jetzt auf einmal. Wo kommt die Mauer denn plötzlich her wieder? Das weiß auch keiner, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt die letzte Bombe noch. Joker forever. Du bist jetzt viel zu stolz auf dich, Batman. Nein, nicht. Es ist doch nicht vorbei. Du wirst mich nicht aufhalten. Das lasse ich nicht zu. Ich habe eine Überraschung für dich. Etwas, das mein Joker stolz machen würde. Ich hab dich hier bei mir. Bist du mutig genug, um nach uns zu suchen? Okay. Was zum Teufel hat sie denn jetzt?
Joker-Schrein. Na gut. Gibt aber auch nicht auf. Muss ich jetzt gegen die Roboter kämpfen oder wie war das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Was? Dachtest du etwa, es würde so leicht sein? Da hast du dich wohl geirrt, Loser! Damit hast du nicht gerechnet, nicht wahr? Irgendwie schon. Ah, okay. Ich sehe einfach nicht, wann die zuschlagen, wann ich blocken muss. Alter, bin ich einfach Batman oder bin ich Batman? Boah! Jedes Mal, wenn ich meine Schnauze aufreiße. Extra ausweichen. Sehr schön. Das war's. Nur du und ich und das einzige Ding, das verhindert, dass ihr alles in die Luft fliegt. Aua! Ich bin so bescheuert. Ja. Gib mir das. Nimm's ruhig, Blödmann. Hört dir nichts nutzt. Wieder mit Mr. J vereint. Klappe! Wo ist Robin? Ich dachte, er sei bei dir. Siehst du, es tut weh, nicht wahr? Was hast du getan? Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt. Das ist für dich, Mr. J. Hast du mich vermisst? Wo sind die Polizeibeamten? In Sicherheit. Meine Arbeit ist getan. Hey, Junge. Ist er okay? Ja. Natürlich ist er das. Ja, Leute, das war's jetzt mit dem DLC. Was storymäßig gesehen das letzte in Sachen Spiele natürlich ist, vor Arkham Knight. Und ich hoffe wirklich sehr, dass sie irgendwie darauf eingehen, weil es wäre ja schade, wenn sie es nicht machen. Und die müssen es machen, die werden es auch machen, ist klar, ey. Hallo? Joker ist gestorben, ist er jetzt wirklich tot oder lebt er doch irgendwie?
Diese Grube, spielt die noch eine Rolle? Wer weiß? Wer weiß es schon? Wäre sehr schade, wenn Joker im letzten Rocksteady-Spiel nicht irgendwie auftritt. Irgendwie irgendwas von Joker. Joker ist einfach der Geilste. Ich meine, Scarecrow sieht ultra geil aus vom Design her. Viel, viel besser als im Arkham Asylum. Ja, in Arkham Knight sieht er so geil aus. Und da sind ja auch so viele Figuren schon bestätigt. Und die werden 100% irgendwie direkt hier anschließen oder zumindest erzählen, was dazwischen passiert ist, weil ja, irgendwas müssen sie ja, irgendwie müssen sie ja die... Hey, Will Smith! Yeah, man! irgendwie müssen sie ja die Brücke schlagen und das werden sie auch machen, weil das ist viel zu wichtig, was hier passiert ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Batman Arkham Knight. Aktuell liegt es... Erscheinungsdatum immer noch auf dem 2.6. Ja, das wurde jetzt schon, ich glaube, einmal wurde es verschoben. Letztes Jahr, Oktober, sollte es eigentlich rauskommen, denn es hat es sich so lang verschoben. Ja, ich glaube, einmal wurde es verschoben nur. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, es sei denn, obwohl das machen sie nicht, es sei denn, Rockstar kündigt für den Sommer auch irgendein krasses Spiel an. Vielleicht verschieben, würden sie es dann verschieben. Ich weiß nicht. Ich glaube aber nicht, dass der Rockstar irgendwie ein ganz großes Red Dead Redemption 2 oder so ist angekündigt. Egal. Auf jeden Fall, aktuell ist Batman auf dem 2. Juni angekündigt und dann wird es natürlich gemacht. Wenn es sofort draußen ist, wird es gemacht. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Und ich hoffe, der eine oder andere ist vielleicht dabei, selbst wenn ihr es selbst zockt. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ansonsten kommen natürlich, wie gesagt, noch einige andere Let's Plays. Schaut da gerne mal. Auch auf meiner Twitter- oder Facebook-Seite, da werdet ihr immer auf dem neuesten Stand sein. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Haut rein und tschüss!